In diesem Video gibt es Chaos. In diesem Video sehen wir Königin. In diesem Video sehen wir, wie Beute erlegt wird. Seid gespannt. In unserem Ameisenraum hat sich nach unseren Experimenten Entspannung breit gemacht. Die Tetramorium bicarinatum Kolonie sieht sauber aus. Auch unsere Camponotus herculeanus Ameisen, welche zu den größten Europas gehören, sehen gut aus. Kein Trubel und kein Abfall zu sehen. Ebenso sieht es entspannt bei den Lysis imaginatus aus, welche erst seit kurzem ein größeres Reagenzglas bekommen und dankend angenommen haben. Aber diese Ruhe trifft nicht auf alle zu. In unserem Ameisenraum befindet sich ein Schlachtfeld. Und dieses hat erbitterte Kämpfe gesehen und endgültige Niederlagen. Das Schlachtfeld ist gezeichnet von den Überresten der Kämpfe. Diese ausgehöhlte Schabe wirkt wie etwas aus einem Science-Fiction-Film, in dem ein riesiges Monster erlegt wurde. Und dieser Friedhof von verschiedenen Beutezügen spricht Bände von einem Gegner, der unerbittlich ist. Überall finden wir Überreste, die von vergangenen Geschichten berichten. Sei es der Kopf einer Schabe, der aus dem Boden ragt, oder das Schabenbein, welches vergessen und unbeachtet die Landschaft zeichnet. Doch wer sind diese Jägerinnen, die diese Leistung vollbringen können? Diese Antwort ist leicht zu beantworten. Unsere Jägerin ist die schnellste seiner Art in Europa und bewaffnet mit Säure und einem unbeugsamen Willen. Ihr Name, Formica Fusca. Oder wie ich sie nenne, die Jägerin. Formica Fusca ist eine 4 bis 8 mm große Ameise mit einer Königingröße von bis zu 12 mm. Sie ist in ganz Europa vertreten und haben sich fest in der Ameisenwelt etabliert. Sie ernähren sich, wie viele Ameisenarten, hauptsächlich von zuckerhaltigen Sachen und Protein in Form von Insekten. Aber was diese Art von anderen unterscheidet, ist folgendes. Formica Fusca jagt. Und das liebend gerne. Beute, die sich nicht bewegt, wird eher ungern angenommen. Diese Art hat eine Vorliebe dazu, ihre Beute selbst zu erlegen und nutzt dafür ihre Ameisensäure, um ihr Ziel zu bekämpfen und sie schließlich mit den kräftigen Mandibeln zu erlegen. Doch wie effektiv sie sind, kann man nicht beurteilen, bis man es gesehen hat. Hinter dieser Tür versteckt sich etwas. 1000 Füße, 1000 Augen und 1000 Flügel. Bereit zu kämpfen, bereit ein Gegner zu sein, bereit zu überleben. Liebe Ameisenfreundinnen und Freunde, hier sind Drosophila melanogaster. Aber Moment, sind Drosophila melanogaster nicht Fruchtfliegen? Simple Fruchtfliegen, wie man sie auch regelmäßig im Alltag erlebt? Ja, aber das hier sind spezielle Fruchtfliegen. Diese Fruchtfliegen haben eine Mutation, die sie flugunfähig macht. Dies macht sie zu optimalen Beutetieren für unsere Jägerinnen-Ameisen. Seht ihr, wie viele es sind? Diese Fruchtfliegen kann man einfach in solchen Bechern kaufen, welche alles bieten, um die ersten Generationen großzuziehen. So sieht man auch die Larven an den Wänden des Behälters und kann über eine ganze Weile hinweg neue Fruchtfliegen großziehen. Ich persönlich bin nicht der größte Fan von Larven, aber ganz ehrlich, so ist halt die Tierwelt, also muss man mit leben. Und seht ihr, wie sich die Fruchtfliegen immer in dieselbe Richtung orientieren? Meine Vermutung ist, dass sie die Sonne draußen anpeilen und nach draußen streben, ohne die Barriere überschreiten zu können. Oder wisst ihr eventuell, wieso die Fliegen das tun? Schreibt eure Vermutung in die Kommentare und lasst uns diskutieren, weil ich weiß es tatsächlich nicht, aber einer von euch wird es bestimmt wissen. Doch so faszinierend wie die Fliegen für sich auch sind, bleiben sie nicht verschont. In der Ameisenwelt gibt es keine Gnade und die Kolonie hat Hunger. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als ihnen viel Glück zu wünschen und unsere Jägerin ihren Trieben nachgehen zu lassen. Keine Sekunde verging und die Jägerinnen sind direkt in Alarmbereitschaft. Es wurde Beute gewittert und der Duft von potenziellem Futter verbreitet sich im ganzen Becken. Die Jägerinnen schwärmen aus und es begann eine Jagd, die dieses Becken nur zu gut kennt. Kaum eine Sekunde vergeht, ohne dass eine Ameise einen Angriff ausführt. Wenn eine Fliege angepeilt wurde, rast die Jägerin los und zeigt uns, wieso sie zu den schnellsten Europas gehört. Kaum ein Tier kann mit ihrer relativen Geschwindigkeit mithalten,
Wäre sie groß wie ein Mensch, würde sie knapp 1 Kilometer pro Sekunde erreichen. Stell euch das mal vor. Je länger ich die Jägerin beobachtete, desto mehr war ich fasziniert von ihrer unerbittlichen Hartnäckigkeit. Ist einmal eine Fliege gepackt, wird sie betäubt und nicht mehr losgelassen, bis sie schlussendlich in das Nest getragen wird. Sobald die Fliege diese Grenze überschritten hat, ist es endgültig für sie gelaufen. Die Fliegen schaffen es auch teilweise auszuweichen, aber die Jägerinnen sind in voller Fahrt und signalisieren ihren Artgenossinnen, dass es Eindringlinge gibt. Und diese Eindringlinge schmecken köstlich. Bei der Betrachtung kommt man nicht drum herum, an Fantasiewelten zu denken, wie zum Beispiel an die Kriecher und den Kampf gegen diese im Maze Runner. Doch dieser Kampf geht weniger gut für unsere Fliegen aus. Es muss furchterregend sein, zwischen den verstorbenen Opfern von früheren Beutezügen, um sein Leben zu kämpfen. Aber unsere Jägerinnen haben keine Gnade und eine hungrige Kolonie zu versorgen. Und da wir gerade die hungrige Kolonie erwähnen, können die Fliegen die Kolonie ernähren? Formica fusca sind polygyn. Dies bedeutet, sie haben sich so entwickelt, dass sie mehrere Königinnen annehmen. Diese legen bei der Formica fusca auch alle Eier. Diese Eier werden zu Larven und die Kolonie entwickelt sich schnell. Eine Menge an hungrigen Mäulern füllt man aber nicht mit 5 bis 10 Fliegen. Eine Kolonie füllt man mit hunderten Fliegen. Ihr wisst, was das bedeutet hat. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als dem hungrigen Ruf der Kolonie zu folgen. Macht euch bereit auf das, was ihr jetzt seht und seid bereit, das ganze Ausmaß wahrzunehmen. So etwas sieht man nicht jeden Tag. Ich gab immer mehr Fliegen hinzu und obwohl ich merkte, wie ein paar Fliegen meinen Arm hinaufliefen, hörte ich nicht auf. Die Kolonie war hungrig, die Kolonie musste essen. Und je mehr Fliegen in das Becken gelangen, desto wilder wurde die Jagd. Es war ein wahres Chaos und von der vorherigen Ordnung und kontrollierter Jagd war nichts mehr übrig. Ameisen stürzten sich auf Fliegen links und rechts. War ein Zugriff nicht gelungen, wurde direkt nach der nächsten Fliege gegriffen. Keine Fliege war sicher und je mehr Fliegen in die Kolonie gebracht wurden, desto mehr Ameisen wurden alarmiert, sich der Jagd anzuschließen. Das Becken füllt sich immer mehr mit Ameisen, deren Trieb getriggert wurde und es war eine aussichtslose Lage für die Fliegen. Ein paar wenige retteten sich in die Höhe, dort wo sie die Ameisen zunächst nicht zu erreichen schienen, aber die Sicherheit war trügerisch. Überall, wo die Fliegen waren, waren die Ameisen auch. Kein Winkel war sicher, kein Unterschlupf versteckt genug. Die Fliegen, die jetzt entkommen, werden zweifelsfrei über die nächsten Tage aufgespürt und erlegt werden. Keine Gnade, keine Überlebenden. Die Spannung der Jagd ließ mich nicht los. Ich saß mit Faszination an der Kante meines Stuhls vorgerückt und verfolgte das Spektakel in dem Becken. Nehmt euch kurz einen Moment, um zu beobachten, wie viele Ameisen parallel jagen. Sie scheinen sich auch nicht in die Quere zu kommen. Eine Ameise, ein Ziel. Und wenn sie ihr Ziel erfasst haben, lassen sie es nicht mehr los. Nachdem ich all die Fliegen gesehen habe, welche in das Nest getragen wurden, konnte ich meine Neugier nicht länger zurückhalten. Ich musste wissen, wie es im Nest aussieht. Und zu meiner Überraschung strömten die Ameisen nicht direkt in alle Richtungen davon, so wie man es von ihr gewöhnt ist. Sie reagierten etwas, aber hauptsächlich schienen sie mit der aktuellen Situation erstmal beschäftigt zu sein und konzentrierten sich auf die Beute, die gerade im Sekundentakt in ihr Nest getragen wird. Fasziniert schaute ich zu und erspähte zwischen den wilden Treiben auch mehrere Bruthaufen. Seht euch diese Menge an Eiern an. Diese werden die Proteine der erbeuteten Fliegen dringend brauchen, um ebenfalls erfolgreiche Jägerin zu werden. Sobald die Eier zu Larven werden, werden sie nach Proteinen fragen und die Kolonie wird rasant wachsen können. Aber für dieses Wachstum braucht es vor allem eins. Oder soll ich eher sagen, eine. Seht, wen ich hier entdeckt habe. Eine Königin! Sieht sie nicht cool aus? Sie ist um einiges größer als ihre Arbeiterin und normalerweise sehr scheu. Jetzt in diesem Chaos scheint sie sich allerdings nicht sonderlich außer Ruhe bringen zu lassen und überwacht das Treiben in ihrem Nest. Irgendwo in dem Nest muss sich noch eine zweite Königin verstecken. Wie gesagt, sie sind polygyn, mehrere Königinnen. Aber eine zu sehen, ist schon etwas Wundervolles. Direkt am Nesteingang kann man auch sehen, wie die Ameisen Nahrung von ihrer Beute mit den anderen Jägerinnen aus dem Nest teilen. Diesen Vorgang nennt man Trophallaxis. Sagt's einmal mit mir, Trophallaxis. Und die Ameisen übertragen dabei Nahrung aus ihrem sozialen Magen über den Mund an andere Ameisen. Ameisen haben nämlich einen extra Magen,
welchen sie verwenden können, um Nahrung darin wieder hervorzuholen und mit anderen zu teilen, damit Nahrung in der ganzen Kolonie verbreitet werden kann und auch die Futter bekommen, die mit anderen Aufgaben als Beschaffung von Futter beauftragt sind. Das Gewusel im Nest hätte ich ewig betrachten können, aber wir haben unseren Part getan. Und jetzt liegt es an den Ameisen, ihren zu tun. Wir lassen sie jetzt tun, was sie tun müssen. Und wir freuen uns, unsere Jägerin bei einer erfolgreichen Jagd beobachtet haben zu können. Habt ihr mitgefiebert? Ich war durchgehend gespannt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und drückt auf Abonnieren, wenn ihr keine zukünftigen Videos verpassen wollt. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Ameisen-Channel.